Guten Tag. Heute fährst du den IC 2443 auf dem letzten Teil seiner Reise aus Köln von Riesa nach Dresden mit Halt in Dresden-Neustadt. Der Zwischenhalt in Neustadt wird im HUD nicht angezeigt, damit werden wir ganz klarkommen. Der Zug fährt nach Originalfahrplan. Abfahrt in Riesa ist um 14.03 Uhr. Wir haben 14.01 Uhr und 25 Sekunden. Ankunft in Dresden-Neustadt um 14.25 Uhr und in Dresden um 14.31 Uhr. Und damit begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zu diesem Szenario im Intercity, im Intercity 2 auf Dresden-Riesa. Dazu alles weitere gleich. Wir rüsten mal ganz schnell auf, was wir noch aufrüsten können und sollen. So, PZB bitte an. Was ist das? Die Versicherung, jawohl. Okay, so setzen wir uns. Bremsschlüssel. So, na. So, die Bremsen können wir lösen. Das Ziel passt soweit. Türen sind noch offen. Wagenbeleuchtung hätte ich gerne. Spitzensignal normal. Jawohl. Spitzensignal und Instrumentenbeleuchtung ist an. Führerstands- und Fahrplanlicht. Brauchen wir eigentlich beides nicht. Den Fahrplan bitte nicht beachten. Das ist für die Main-Spessart-Bahn. Okay, so gucken wir ganz kurz, ob das geklappt hat mit der Fahrgastraumbeleuchtung. Jawohl, hat geklappt. So, dann können wir die Türen schließen. Na? Ich wollte eigentlich aus dem Fenster gucken. Okay, Türen sind soweit zu. Meine Güte, gibt es hier viele Kamerawinkel. Okay, wir lösen die Bremsen. Und können Leistung aufschalten. Wir sind natürlich noch in der 45er Überwachung, können uns aber befreien. So, HL1, wir dürfen fahren. Und zwar mit Höchstgeschwindigkeit. Unser Zug ist begrenzt auf Vmax 160. Auf der Strecke darf man sowieso nicht schneller fahren als 160. So, hier einmal über diese wunderschöne Brücke mit 120 km/h dürfen wir da drüber. Nur der 85er Leuchtmelder hat sich irgendwie noch nicht beruhigt, aber im HUD hat er sich beruhigt, interessanterweise. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, bevor wir jetzt hier eine Zwangsbremsung bekommen. Okay, jetzt hat es geklappt, sehr gut. So, Signal ist grün. Ich sehe gar kein Signal, was habe ich mir gerade eingebildet? Ja gut, im HUD haben wir es ja gerade gesehen, das Signal ist grün. Dann gehen wir mal hoch auf die 120 und da kommt uns auch schon der erste Kollege entgegen im Talen 2. Genau, so. Hinten dran schiebt die 146. Das Szenario, das wir hier fahren, ist downloadbar im Railsim Forum. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Szenario stammt von Tom Fresco. Mit zu diesem Szenario braucht man, während wir gerade am HL1 vorbeifahren, zusätzlich noch ein paar Mods, nämlich einmal das Repaint für die Dostos hier aus der Main-Spessart-Bahn in diesem Intercity-Design. Das entsprechende Repaint für die 146 von der Main-Spessart-Bahn und einen Szenario-Formation-Planner-Veränderer-Mod, was auch immer. Steht alles in der Mod-Beschreibung mit drin, was man da braucht. Dann habe ich noch zusätzlich selbst am Szenario ein kleines bisschen rumgewerkelt und habe da noch ein paar Repaints mit reingepackt. Die sind so eigentlich nicht von vornherein angedacht, aber da habe ich dann selbst noch ein bisschen Hand angelegt, damit uns noch ein bisschen mehr
Abwechslung entgegenkommt. Habt ihr vielleicht irgendwie bei einem Zug, glaube ich, noch eine Lok verändert, bei irgendeinem Güterzug. Aber halt alles nichts tragisch. An sich, der Fahrplan ist identisch geblieben, so wie man ihn auch downloaden kann. Und, ne, der Name hat Qualität. Ihr wisst das ja, von daher gerne downloaden. Ich denke, ihr werdet da nichts falsch machen. Und dem Szenario-Ersteller einen Daumen oben da lassen. Vorteil dieses Repaints hier ist, das ist so ein Photoshop-Repaint vom Nickhawk, da sind dann tatsächlich auch die Texturen verändert. Na, man sieht es, die Stuhltexturen hier, das sind tatsächlich die auch vom Intercity. Was halt ziemlich cool ist. Nachteil dessen ist allerdings, dass dann alle Dostos dieser Bauart in genau dieser Lackierung rumfahren. Also wenn man jetzt beispielsweise auf meinen Spessart eine Fahrplanfahrt starten würde, dann würde das letztendlich dazu führen, dass man nur noch Intercities sieht, beziehungsweise IC2s, was man vielleicht auch nicht unbedingt möchte, zumal das ehrlich gesagt nicht der beliebteste Zug aller Züge ist, zumindest nicht für mich. Ich bin kein großer Fan vom IC2, ehrlich gesagt. So ein bisschen der RE mit Teppich. Hat nicht mal ein Bordrestaurant. Und da kommt jetzt eine V60 entgegen. Schön. So, wir halten als nächstes in Dresden Neustadt. Das hat, ne, stand hier in der Szenariobeschreibung, wird uns ja nicht angezeigt. Der Halt in Neustadt. So, wir dürfen immer noch nur 120 fahren. Was haben wir hier? 34 FPS, ja, 33. Eine AFB haben wir hier nicht. Die wäre normalerweise ja hier. Interessanterweise ist halt hier diese Stelle ausgespart, beziehungsweise noch so schwarz markiert. Wo ich mich frage, warum. Huch, warum eigentlich? Aber, naja. Ich habe ja den Zug nicht gebaut. So, vorbei am Chemiewerk müsste das hier gewesen sein. Genau. Oh, wir sind viel zu langsam. Das ist nur ein kleines bisschen Leistung aufgeschaltet. Und ab hier dürfen wir dann 130 fahren. Wir können schon mal beschleunigen, bis wir bei die 120 sind. Sind wir auch schon tatsächlich an der Tafel vorbei. So, 130 sind erreicht. Ankündigung auf 120 für das Gleis, das rechts abgeht.
bin mir nicht ganz sicher, welchen Weg wir jetzt nehmen werden, ehrlich gesagt. Woher weiß man das eigentlich, ob das für einen gilt oder nicht? Vermutlich durch Streckenkunde, ne? Gut, gilt aber für uns nicht. Wir dürfen weiter mit 130 durchballern. Sagt man so im Fachjargon unter den EisenbahnerInnen. Durchballern. Da kommt, da ist nur 182 mit einem kurzen Güterzug. Jetzt geht's ordentlich bergauf. Bisschen ruhig im Steuerwagen, ne? So, bisschen E-Bremse. Na, gefällt mir doch nicht. Die E-Bremse alleine lässt sich übrigens mit Punkt und Komma bedienen. So, bergauf, also Leistung wieder aufschalten. Ja, es dauert ja nicht mehr lange. Da haben wir praktisch schon die zweite Strecke in dieser geografischen Region mit Dresden-Chemnitz. Da kommt eine ziemlich schöne Strecke, glaube ich, auf uns zu. Wir haben ja noch Standpunkt jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, noch keine richtigen Fotos von der Strecke. Allerdings ja ein paar Bilder von der Baureihe 612. Vom Wackeldackel. Und die sehen ja schon ziemlich, ziemlich gut aus, die Aufnahmen. So, wir werden wieder ein bisschen zu schnell. Ja. Also Tarantarampe, Chemnitz, Dresden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, die 612 ist auch ein Fahrzeug, das extrem viel Spaß machen wird. Da gehe ich mal ganz, ganz fest davon aus, dass es super viel Spaß machen wird, mal mit so einem Dieseltriebwagen durch die Gegend zu donnern. Okay, was heißt donnern? Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit auf Dresden-Chemnitz, ich glaube, die liegt sogar bei unter 160. Wobei ist halt die Frage, wie schnell darf die 612 fahren? Die darf ja in Kurven um bis zu 20 km/h schneller hineinfahren. Was ist eigentlich die Höchstgeschwindigkeit vom 612er? Weiß ich gar nicht. Aber gut, muss ich ja jetzt noch nicht wissen. Wenn sie rauskommt, dann werde ich das ziemlich schnell herausfinden. So, das war die Ankündigung für 120. Also hier der Zug, der reagiert halt ziemlich, ziemlich krass auf Bremskraft und auch auf Zugkraft. Das liegt halt einfach daran, dass das die Dostos und vor allem auch die 146 aus der Main-Spessart-Bahn sind und nicht die Variante von Dresden-Riesa. So, und die Main-Spessart-Bahn-Fahrzeuge, die sind halt nicht qualitativ State of the Art, sondern das sind halt eben die Fahrzeuge von Dresden-Riesa, die 146 von Dresden-Riesa, die ist halt definitiv top-notch.
146 von der Main-Spessart-Bahn wurde zwar jetzt auch geupdatet, ne? Die ist ja auch mittlerweile wieder ganz gut fahrbar, aber im Vergleich zu 146 von Dresden-Riesa ist sie natürlich ein bisschen, ja, wirkt ein bisschen alt. Okay. Interessant. Das hätte eigentlich eine Baureihe 101 sein sollen mit tschechischen Eurocity-Wagen. Das hat wohl nicht richtig geklappt mit dem Spawn. Jetzt frage ich mich, wie viele Fahrzeuge sind vielleicht schon an uns vorbeigefahren als unsichtbare Fahrzeuge? Vermutlich schon die einen oder anderen, uns ist jetzt schon länger keins entgegengekommen, ich bin mir sicher. Also ich habe ja mal reingeguckt, wie das Szenario so aufgebaut ist. Hier ist schon ziemlich viel KI-Verkehr verbaut. Mal sehen. Wobei, es kann natürlich sein noch, dass die Region um Dresden herum ziemlich vollgestellt ist mit Fahrzeugen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das wollte ich nicht. Wollte nicht aufstehen. So, wir haben weiterhin freie Fahrt. Ich glaube, das wird auch bis Dresden Neustadt zumindest so bleiben. Wuhu, 140. Warten wir kurz, bis der ganze Zug einmal drüber ist. Hallo, 185 vom Captrain. Und ab hier sogar 160. Dann schalten wir mal ordentlich Leistung auf. Natürlich nicht 100%, das wäre ein bisschen zu viel. So, wir sind mit Topspeed unterwegs. Ja, sehr gut. Ich traue mich bei den Geschwindigkeiten gar nicht raus, sonst ist die nächste Zwangsbremsung schon wieder da. Von denen gab es ja schon die einen oder anderen zu sehen. Aber, naja, passiert den Besten, ne? Nicht, dass ich mich als einer der Besten ansehen würde. Da gibt es, glaube ich, andere, die können das etwas besser. Ein schön sommerlicher Tag hier, ne?
Es wäre mal schön, wenn es draußen auch so warm wäre. Also hier bei uns hat es noch nicht geschneit bisher, aber ich glaube, in anderen Teilen in Deutschland sieht das ein bisschen anders aus. So, das war die 130er Ankündigung. Und ab hier gelten die 130. Also zwischendurch hängt das hier mal. Das liegt aber auch daran, dass hier super viel KI-Verkehr verbaut ist. Auch mit super vielen verschiedenen Fahrzeugen. Von daher ist klar, dass da so ein bisschen was nachgeladen werden muss. Zudem habe ich auch die allerhöchsten Grafikeinstellungen hier drin. Mit Schattenqualität und alles andere auf Ultra gesetzt. Also von daher ist klar, dass da so ein bisschen was an FPS dafür verloren geht. Aber das ist ein fairer Deal. Was ist das da links? So ein Baumarkt oder so. Und ab hier 160. Ja, und auf geht's. So, noch 11 Kilometer, dann sind wir auch schon in Dresden Hauptbahnhof. Vorher halten wir selbstverständlich noch in Neustadt. Achso, übrigens noch eine kleine Empfehlung. Ein kleines Shoutout an Lavan Entertainment. Da, je nachdem, wann mein Video hier veröffentlicht wird, aber entweder hat er dann schon dieses Video rausgebracht oder ist kurz davor, dieses Video rauszubringen. Da geht es um einen Intercity, der hier auch auf dieser Strecke auf Dresden-Riesa gefahren wird. Und da hat er mich darum gebeten, dass ich wieder den Zugchef da spiele und hat da entsprechend meine Ansagen mit ins Video eingebaut und das klingt ganz, ganz toll. Bisschen Selbstlob. Nee, das hat er aber echt super gemacht. Also guckt euch mal dieses Video an, falls es halt schon draußen ist. Und wenn nicht, dann guckt euch mal trotzdem seinen Kanal mal durch. Ganz, ganz tolle Videos hat er da. Von daher schaut doch mal gerne da vorbei und sagt Bescheid, dass ich euch geschickt habe. So. Da ist die 146 in dem VVO Repaint. Ach, das ist so ein Repaint, das habe ich halt selbst dann noch eingefügt. Ist ja relativ easy, so ein Szenario noch ein bisschen zu verändern, dann noch Fahrzeuge auszutauschen und so. Das geht ja relativ fix. Ey, wir haben halt immer wieder diese Nachladeruckler, diese größeren Stotterer. Ich hoffe mal, dass der Simulator nicht abkachelt. Oh, hier ist, okay, hier ist verdammt viel los. Was kommt das sein gegen? Ich glaube, das ist eine 143. Jo. Wahnsinn. Also ganz, ganz top das Szenario mal wieder.
So, noch 5 Kilometer. Wir lassen mal ausrollen. Ich denke mal, Dresden-Neustadt ist dann auch nicht mehr allzu weit. Das eine. Oh Gott. Da kommt uns noch eine 146 entgegen. Hallihallo. Und ab hier gelten die 80. So, wir lassen ausrollen. Und dann sind wir auch schon gleich in Neustadt. Aber ein bisschen Leistung können wir noch drauf geben. Kommen dann mit 2 Minütchen Verspätung an. Drei. 3 Minuten. So, ich weiß gar nicht, wo wir anhalten müssen, aber ich würde sagen, bei dieser Haartafel. Stehen wir mal ganz kurz auf, dann können wir uns mal den Zug hier von innen angucken. Genau, also wir haben hier oben zweite Klasse. Ihr seht es, die Sitzpolster sind anders. Das ist auch zweite Klasse, ne? Ja. Haben auch hier die entsprechenden Anschriften. Okay, da steht halt immer noch DB Regio AG, aber okay. Gute Frau, ihr Kleid hat ein Loch. Und da unsere 146. Können wir ganz kurz in die erste Klasse hoch. Schön, oder? Machen wir die halbe Beleuchtung an, die ist viel schöner. So. Hey, ihr seht das hier, eine A mit Teppichen. IC Intercity. So ist das. So, dann Fenster runter. Spähen wir mal aus dem Fenster. Erstmal die 300 Kameraansichten durchgehen. Und Türen zu. Jawohl. Dann würde ich sagen, Bremsen lösen wir. Ich wollte nicht das Licht anmachen. So, und wir dürfen fahren.
So. Jawohl. Und mit 80 dürfen wir dann weiterfahren. Schön das Stellwerk hier. Ja, jetzt wird es performance-technisch vermutlich am schwierigsten, gerade hier bei dieser Zigarrenfabrik. So, einmal rüber. Und da ist die Ankündigung auf 60. Schauen wir, dass wir das nur mit der E-Bremse machen. Und ab hier gelten dann die 60. Und wir haben halt zu erwarten, in genau einem Kilometer sind wir nämlich in Dresden Hauptbahnhof. Das Hauptsignal steht am Ende des Bahnsteigs. Und wir dürfen mit 60 einfahren. Ach, schön hier. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich dieses Bild. Also Dresden Hauptbahnhof ist schon richtig schön gemacht. Wenn man sich das jetzt mal hier so anguckt. Wow. Ganz, ganz großes Lob an die Leute, die dieses 3D-Modell zusammengebastelt haben. Das muss Ewigkeiten gedauert haben. Na, wohin? Hier ist gut. Bisschen abrupte Bremsung, ich weiß. Aber kann ja mal passieren. Haben wir hier unten? Noch ein Talent 2, der da rumsteht.
Gut, mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es nämlich Spaß gemacht. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.